Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal zu dem Antrag. Das Antragsansinnen ist außerordentlich anständig. Das ist mit sehr viel Emotionen verbunden, das haben wir auch aus der Debatte bisher so aufgenommen, weil in der Betroffenheit nach einem Unfalltod durch Alkohol unglaubliche Emotionen in den Familien stattfinden. Das kann man, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Insofern ist das Ansinnen Fahren ohne Alkohol vollkommen richtig und das ist ja auch angesprochen worden. Aber glauben Sie mir, das alleinige Festschreiben in einem Gesetz 0 Promille hilft es überhaupt nicht weiter. Weil natürlich muss ein Kontrolldruck, aber es hilft ja nicht weiter. Das ist ja in den Debatten und in dem Vortrag vom Minister auch deutlich geworden und auch von Herrn Kramer, der ja aus seiner beruflichen Erfahrung spricht und weiß, welche Umstände dazu führen. Vielmehr würde ich hier nochmal in das Bewusstsein rufen, dass ja, um genau diese Unfälle zu vermeiden, sehr viele Aktionen im Land durchgeführt werden. Und auch deshalb, Frau Weißig und die Kollegen von der BMV, Freie Wähler, werden wir diesen Antrag ablehnen, weil er suggeriert, die Landesregierung hat nichts unternommen und tut nichts, um Alkoholunfälle zu vermeiden. Die Grenzen sind ja gegeben, es gibt ja Aktivitäten. Dazu braucht man aber eben auch die entsprechenden Mehrheiten in der Länderkammer. Und der Minister hat das angesprochen, da gibt es ein klares Gefälle. Und das ist einfach eine Sache, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, ohne dass man sie natürlich akzeptiert. Weil die Folge eines Alkoholunfalles mit tödlicher Wirkung gravierend ist und emotional in die Familien reinträgt. Wie gesagt, da fehlen mir die Worte, um das zu beschreiben. Und da kann ich also nur wünschen, dass wir alle davon verschont bleiben, von solchen Situationen. Jeder Unfalltote ist einer zu viel. Aber was ich ansprechen möchte, ist die vielen Aktivitäten, die seitens der Landesregierung und auf den unterschiedlichsten Ebenen in der Verkehrswacht unternommen worden sind. Ich will hier an der Stelle das Projekt Schutzengel mal aufrufen. Vor vielen Jahren im Landkreis Vorpommern-Rügen mit dem Innenministerium und dem Verkehrsministerium ins Leben gerufen worden. Und genau das ist wirkungsvoll, nämlich die Einflussnahme auf junge Menschen, ihnen zu vermitteln, Alkoholfahren ist nicht die Lösung, kann zum Tod führen. Und im Ergebnis, in der Evaluation zu diesem Programm, ist deutlich festgestellt worden, dass gerade die jungen Fahranfänger, dass es deutlich weniger Unfälle gab und auch deutlich weniger Alkoholunfälle. Weil das Programm funktioniert nämlich auf diese Art und Weise, auf der Emotionalität. Junge Mädchen, die Freundinnen, sprechen ihre Freunde an, sagen, nein, du hast getrunken, du fährst nicht, ich fahre für dich. Das ist der Inhalt dieses Schutzengelprogramms und das ist erfolgreich gewesen. Andere Programme sind angesprochen worden, das 50-50-Taxi ist angesprochen worden. Dann gibt es viele Aktionen mit der sogenannten Rauschbrille, wo jungen Menschen vermittelt werden, wie wirkt denn Alkohol, wie fühlst du dich dann plötzlich, ohne dass sie Alkohol trinken. Und das ist der richtige Weg. Ich glaube nicht, und das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, dass ein reines Festschreiben in einem Gesetz, 0 Promille, nicht wirkt. Wir sollten, und da sind wir alle in der Pflicht, darauf hinwirken, dass es eine Nulltoleranz gibt für Alkoholfahrten. Und insofern ist der Antrag auch nicht weitgehend genug, denn wir sprechen auch über die Drogen. Gerade junge Leute sind da sehr anfällig auch für die Einnahme von Drogen. Und das lassen Sie vollkommen außen vor und das beleuchten Sie überhaupt nicht in dem Antrag und in dem Ansinnen. Von daher ist auch das, was im Koalitionsvertrag steht, wo sich die Koalitionspartner darauf verständigt haben, null Toleranz, Alkohol und Drogen. Das ist eigentlich die Botschaft, die davon ausgeht und aus den Ausführungen auch des Ministers war deutlich zu hören. Und ich glaube auch in allen Fraktionen ist das da, wo wir Einfluss nehmen können, werden wir auch darauf hinwirken, dass nicht unter Alkoholeinfluss gefahren wird. Ich will gar nicht auf die rechtlichen Wirkungen eingehen, ab wo dann wo es eine Straftat ist und bis zum Herantrinken. Ich finde so eine Argumentation, die passt einfach nicht. Wenn wir über 0,5 Promille reden, dann ist es auch
halt die Möglichkeit eröffnet, mal ein Stück Konfekt zu nehmen, zu sich zu nehmen, der unterschiedlichsten Hersteller. Es ist, Medikamente funktionieren oder wirken nur auf der Basis mit Alkohol. Insofern ist diese 0-Promille-Festschreibung im Gesetz etwas, ich will nicht sagen, dass der Antrag ein Schaufensterantrag ist, es ist viel zu ernst, der Antrag und die Thematik. Aber das führt nicht zu dem Erfolg. Ins Bewusstsein der Menschen müssen wir rufen, wer sich ans Steuer setzt, soll und hat kein Alkohol zu trinken, weil das einfach eine Gefahr darstellt, nicht nur für den Kraftfahrer selbst, nämlich auch für unbeteiligte andere Verkehrsteilnehmer. Und das ist eigentlich die Botschaft, die heute hiervon ausgehen soll. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus